Saft mit 15% Zucker, beschwert sich der syrische Asylbewerber über den Inhalt der Essenspakete. Damit ist jetzt Schluss. Immer wieder hatten sich Land auf, Land ab Asylbewerber über Inhalt und Frische der Lebensmittelpakete beschwert. In Niederbayern als erstem Regierungsbezirk soll nun ab Januar stattdessen Bargeld ausbezahlt werden. Für uns war der entscheidende Grund, dass wir uns den personellen Aufwand nicht mehr leisten konnten, diese Essenspakete zusammenzustellen. Das sind ja individuelle Pakete. Das heißt, für jeden Asylbewerber genau nach dem, was er auf den Listen angekreuzt hat. Das kostet mir in Niederbayern 10 ganze Arbeitskräfte. Und die kann ich sinnvoller einsetzen. Momentan stimmt die Regierung die genaue Umsetzung noch mit den jeweiligen Sozialämtern der Landkreise und kreisfreien Städte ab. Rund 140 Euro bekommen die Asylbewerber mit Beginn des neuen Jahres dann jeden Monat für die Verpflegung. Dann sollen sie die Lebensmittel kaufen, die sie wollen. Das Hauptargument der Asylbewerber war bisher immer gleich. Die Essenspakete seien nicht auf die jeweilige kulturelle Ernährung abgestimmt. Für uns waren nicht irgendwelche Beschwerden ausschlaggebend. Wir wissen natürlich, dass manche Asylbewerber, vor allem aber manche Unterstützungsorganisationen, sich immer über die Essenspakete beschwert haben. Diese Beschwerden waren nicht berechtigt. Aber wenn das gewünscht wird und es auch unserem Interesse entspricht, ich habe es ja gesagt, dann machen wir das, dann stellen wir um. Ob es wirklich für die Asylbewerber jetzt einfacher ist, ihre Lebensmittel, die sie haben wollen, die Gewürze, die sie haben wollen, zu finden, das muss man schauen. Aber wir haben jedenfalls das getan, was Flüchtlingshilfsorganisationen seit Jahren wünschen. Die Kritik an den Essenspaketen weist der Regierungspräsident dennoch weiter zurück. Ja, also wir haben diese Essenspakete wirklich sehr sorgfältig zusammengestellt. Das sind renommierte Firmen gewesen, die die Lebensmittel geliefert haben. Wir haben die immer überprüft. Wir sind auch jeder Beschwerde nachgegangen. Natürlich kann das im Einzelfall mal passiert sein, dass mal nicht das geliefert worden ist, was er angekreuzt hat. Aber das waren Ausnahmefälle. Prinzipiell war das eine absolut zulässige, menschenwürdige und vernünftige Art der Verpflegung. Aber wie gesagt, wir können es uns personell nicht mehr leisten bei den hohen Zahlen von Asylbewerbern. Und nachdem die meisten Asylbewerber, wenn auch nicht alle, lieber Barleistungen wünschen, dann machen wir es halt jetzt mit Barleistungen. Freiheit und Verantwortung der Verpflegung liegen damit ab Januar bei den Asylbewerbern. Zumindest bei denen, die in Niederbayern untergebracht sind. 140 Euro im Monat für eine angemessene Verpflegung. Und dann landen Lebensmittel hoffentlich nicht mehr im Abfall, weil der Zuckergehalt zu hoch ist.